Radio 1 live bei der Berlinale, bei der 70. sind wir hier vor Ort in unserer Lounge. Und wir haben ja schon Adriana gehört, die hat sich im Wettbewerb umgesehen, ganz klar, das will man ja auch hören. Bin sehr gespannt auf ihr Urteil. Wir sehen auch in die anderen Sektionen und wollen natürlich wissen, was da los ist. Besonders interessiert sind wir immer am Panorama. Zum einen, weil das als Arthouse-Sektion ja auch eine Sektion ist, die sich sehr direkt ans Publikum wendet. Zum anderen auch, weil wir unseren eigenen Preis haben. Dokumentarfilm- und Spielfilmpreis, die größte Jury der Berlinale, immer so rund 30.000 Leute. Stimmen ab und vielleicht stimmen sie auch für diesen eindrucksvollen, sehr starken Film ab. Der Film kommt aus Dänemark, Wildland ist sein Name. Und wir haben jetzt hier eine sehr weibliche Truppe. Es ist auch ein sehr weiblicher Film, finde ich. Hat eine sehr weibliche Sprache, eine sehr weibliche Geschichte. Also bitte donnernden Applaus für die Regisseurin Jeanette Nordahl. Dann haben wir die Autorin hier, Ingeborg Töpsel, und die Hauptdarstellerin. Das ist ihre erste große Rolle und absolut fantastisch, finde ich, Sandra Guldberg-Kamp. Hi, welcome. Good to be here. Hello, hello. Hallo. Hallo. Im Film auch zu sehen, Ich will sie einfach mal erwähnen, weil sie eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie ist heute nicht hier, aber viele von euch werden sie auch kennen. Nämlich Sietse Babett Knudsen ist in Borgen gewesen. Also die super erfolgreiche Fernsehserie, deshalb hat man einen ganz guten Eindruck von ihr. Und es ist ein Film mit einer weiblichen Sicht, einer weiblichen Geschichte. Deshalb sind auch ganz viele Männer da, die sitzen aber da im Publikum irgendwie. Wir sagen mal hallo, das sind die merkwürdigen Brüder, sehen sehr nett aus im Film, sehr zwiespältige Charaktere. Herzlich willkommen. Hi, good to have you here all. We will talk about you just nice things, believe me. So. Wildland, ich habe ja gerade gesagt, ist für mich ein sehr weiblicher Film. Ein Film, der erzählt von einem jungen Mädchen in einer großen, tragischen Grundsituation. Und du als Autorin, genau, du hast dir die Geschichte ausgedacht. Kannst du vielleicht erstmal beschreiben, was wirklich ihr Dilemma ist? Gleich am Anfang ist sie ja in einer absolut ausweglosen Lage, in die du sie da hineinbringst. So, just right in the beginning, she's in a very different, difficult and desperate situation. Maybe you can describe a little bit, because this is a very strong beginning for her fate and for the whole story. Yeah, So the film starts with the main character's, Ida's mom, dying. And there's sort of a whole backstory you don't really hear about the part that Sietse Babett Knudsen is playing and Ida's mom. And that sort of Ida's mom chose to separate from the family, but because her mom then dies, Ida sort of pushed right back into the family at the beginning. Ja, also es ist ja so tragisch am Anfang, es gibt auch so eine Geschichte dahinter, die wollen wir jetzt gar nicht entwickeln, aber dass Ida, also diese Figur, verliert ihre Mutter. Es ist ein tragischer Unfall, wir erfahren da auch schon eine ganze Menge darüber, sodass sie dann gezwungen ist, sozusagen zurückzukehren in die Ursprungs-, in die große Familie. Das ist dann die Schwester, die Tante, wenn man so will, das ist die Figur, die Sietse Babett Knudsen spielt. Und dort muss sie in dieser Familie sich zurechtfinden. Und ich finde, das ist eine ganz irre Geschichte. Also diese Familie ist so ambivalent. Auf der einen Seite sind das offensichtlich auch Kriminelle, die Geld auf merkwürdige Weise eintreiben. Sie haben aber auch so eine Faszination, und die kann man verstehen. Ida ist von denen fasziniert und gleichzeitig auch erschrocken. And I really like this family, because on one hand, they're criminals, obviously. They do something very illegal. On the other hand, they are really attractive in a way, and she is attracted or not. Well, I think it was quite important for us from the very beginning to have a family that was loving and caring. And I think they are, despite they have moral issues. But it is very important. It's a film about loyalty, a film about what you're willing to sacrifice to belong, about the community. Also es ist schon so, genau, sie wollten eine Familie, klar, also die tun offensichtlich moralisch sehr anfechtbare Sachen, also sieht man auch, wie sie das Geld eintreiben auf der anderen Seite, aber es ist ein Film über Loyalität in der Familie, also sie sollen sich umeinander kümmern, sie sollen sich mögen, sie sollen sich lieben, und das tun die auch, und zwar sogar in einer sehr körperlichen Weise, also die Jungs, die jungen Männer, die da sitzen, die Söhne, die sind ja doch schon auch erwachsen, und sie haben ein sehr zärtliches Verhältnis zur Mutter, was manchmal auch sehr irritierend ist, finde ich. So I was really irritated, because the boys are grown up, as we see here. They have a very physical, tender relationship to the mother. There's a lot of physical love even, almost, which is irritating maybe and a bit unusual. Yeah, I think we've always, maybe because it is sort of a female head of the family, a matriarch, we've always really interested in the physical aspect and sort of, you know, giving birth and being so close with your children. And we always wanted to look at how can you use power in a seemingly loving way. So, you know, I think we work with sort of violence around a breakfast table. So how do you give someone a kiss in a way that's not only friendly, but also asserting your power? Also ihnen ging es darum, tatsächlich also diese Art von Liebe auch zu beschreiben, als auch ein Machtverhältnis innerhalb dieser Familie. Also klar, zum Beispiel, es geht ja um ganz viele körperliche Vorgänge, Geburt spielt eine Rolle, Tod natürlich auch, aber auch so das Gefühl, man hat einen großen Streit am Küchentisch und am Frühstückstisch, wird viel gestritten in diesem Film übrigens. Wie gibt man dann einen Kuss, der nicht nur Zärtlichkeit ausdrückt, sondern tatsächlich auch ein Gefühl von Macht oder von Gewalt? Es geht ja sehr viel um Gewalt in diesem Film. Und diese Figur, also die du spielst, Sandra, ist eine ganz besondere, weil sie so viel beobachtet. Und dein Blick, den vergisst man dann auch gerade.
gar nicht in diesem Film. Ich denke mir, es war vielleicht auch so eine der Hauptaufgaben, genau hinzusehen. I was really amazed by your kind of watching. You are always watching. It's a very special kind of watching. And it's very important that we see maybe all these things with your eyes. So how did you create this very intense glaze? Well, it just sort of came with the character, I think. Ida's very observing, and she comes from just a family of her and her mom, and her mom was an alcoholic. Yeah. So she kind of always had that thing where she had to open the front door and like kind of listen in and check what the mood was like that day to kind of check for any danger and stuff. So it sits with her, and I think what's great about her is that you as an audience never know anything more than she does. So you as an audience are learning along the way. In der Tat, also diese Figur Ida beobachtet sehr viel. Das hat damit zu tun, dass ihre Mutter, die dann am Anfang auch stirbt, dass sie Alkoholikerin ist. Deshalb ist sie es gewohnt, ganz genau hinzuhören und hinzusehen. Also sie öffnet oft die Tür und schaut, was ist jetzt mit der Mutter? Es ist auch gefahrvoll, dieses Leben. Also deshalb ist sie eine Figur, die immer ganz genau hinsieht, und sie sagt auch sehr treffend, finde ich, das Tolle an der Figur ist, wir wissen auch als Zuschauer immer nur das, was sie weiß. Also sie beobachtet, wir sehen mit ihren Augen, was da passiert, und können niemals sozusagen weitersehen, was in diesem Film passieren wird. Deshalb ist sie eben eine Figur, die ganz genau hinsieht. Und es ist ein Film, das haben wir gehört, über physische Vorgänge, sehr physisch, auch über Zusammenhalt, aber eben auch über Gewalt. Also die Gewalt, die schraubt sich immer mehr hoch. Am Anfang, ich habe vorhin schon mal gesagt, denkt man sogar, es wird so ein Coming-of-Age-Drama mit einer tollen Figur, aber dann wird der Ton immer rauer in diesem Film. Und so habt ihr es, glaube ich, ganz bewusst entwickelt. I just already told you, in the beginning, it could have been something like a very nice, interesting, social Coming-of-Age-Drama. But then violence is more and more important. Step by step, you are developing that kind of narration. Maybe you can describe the way you are going here. Well, I think it's just raising the stakes. I mean, we're using the genre to talk about something quite primal, like everyone's talking about here. And I think, well, talking about coming of age, young character, I think it's quite common to have that more soft, gentle way into exploring a young person. And I think we wanted to kind of go away from that original coming of age or more classic coming of age, talking about like survival, and that's basically, and taking her Ida into that, it's just very primal emotions, made sense to us. Also klar, auf einer Seite ist es ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte, die Sie da erzählen, aber Sie wollten was sehr viel Urwüchsigeres, etwas sehr viel Grundsätzlicheres erzählen von dieser Figur. Na klar, am Anfang gibt es all diese Elemente, die dazugehören, aber dann kommt sie ja in diese schwierige Situation. Das ist übrigens ein großes moralisches Dilemma, das der Film erzählt, und in dem sie sich entscheiden muss. Und da ist es eben neben dem Erwachsenwerden genau die Auseinandersetzung mit diesem großen Thema, auch der existenziellen Frage, die dieser Film aufwirft. Jetzt frage ich natürlich mal dich, wie war es für dich bei dieser ersten Hauptrolle, gleich eine so komplexe Figur zu spielen? Also was bedeutet die auch, Ida? So it's really a question that I wonder, how did you do that? And it's your first, as you said, leading part, and it's a very complex character. So how important is Ida now for you and for your life, maybe? Well, she's very important to me. I mean, she's been with me for the past maybe 2.5 years. And it's crazy. It's kind of hard letting her go with the premiere and all of this. But she was an absolute joy to play, and also for me as an actress, because she is so observing, and it kind of gave me this free pass to just get a ton of lessons from my co-actors and just observe them, and quite honestly just react to whatever they were doing. Also es ist eine ganz wichtige Figur für sie, ganz natürlich, ganz klar, denn es war für sie auch schön, dadurch, dass sie so viel beobachtet, konnte sie auch die anderen Schauspieler beobachten, ihre Kollegen, und von denen sehr viel lernen, und die Figur lässt sie auch nicht los, sie hat sie 2,5 Jahre beschäftigt, jetzt ist die Premiere, jetzt kommt ja der Punkt, wo man so eine Figur auch loslassen muss, sie geht in die Welt hinein, aber sie ist immer bei ihr, und sie ist auch ihren Co-Kollegen dort sehr dankbar, den anderen Schauspielern. Jetzt habe ich immer so betont, es ist eine weibliche Geschichte, natürlich haben wir auch eine ganze Reihe von Männern in diesem Film, und die spielen nicht immer die besten Rollen, finde ich, also in dem Leben dieser Familie. Aber würdest du mir dazu stimmen, dass es doch ein sehr weiblicher Blick ist auf Gewalt, auf Familie und auf diese großen existenziellen Fragen? So, is it really a female perspective on all the topics that we've been talking about, like violence, loyalty, things like that? Yeah, I think it is, because obviously we're women who created it, and, you know, the female characters is in focus. But I also think, you know,
we wanted to like take a family drama further and use the mafia genre, and that usually focuses on who becomes the new head of the family, sort of the new kingpin. And I think we just went for something, you know, it's almost like the individual is sort of just swallowed by the family. So maybe there's something in that slightly more cyclical storytelling, which is female, I don't know. But I think maybe that's, yeah. Interesting theory. To judge, yeah. Also sie sagt, es hat wahrscheinlich wirklich was Weibliches, diese Art von Geschichten erzählen, also die Genregrenzen auch durchaus zu sprengen. Passiert in diesem Film etwas zu erzählen davon, wer wird das Oberhaupt in dieser Familie? Darum geht es ja auch immer, dass die Mutter, the mother of course, but she's fighting for that position. Also die Mutter ist ja so das Oberhaupt, aber es ist so ein ständiger Kampf, von dem sie erzählte, Leute, die durch die Familie auch bedrängt werden, auch verstört werden. Das alles zu erzählen wie in so einem Zirkelschluss, also wie so einem Kreis, empfindet sie persönlich als sehr weiblich. Sie können Wildland auch noch sehen, zum Beispiel morgen um 9 Uhr, muss man früh aufstehen, aber es lohnt sich, hier im Haus, im Cinemax 7. Ihr werdet auch dabei sein morgen früh, so früh aufstehen, das ist gut. Siehst du auch? Siehst du Babette? Okay, also auch Sieze Babette Knutzen wird dabei sein. Your mother, or stepmother, let's... And the boys? Tell us the names, please. Elliot, Hove and Joachim, and Bissier won't be there, the last one. He already went back. Okay, also morgen ist der ganze Cast dort, Regisseurin und auch die Drehbuchautorin von Wildland. Herzlichen Dank, Janet Norder war bei uns, Ingeborg Töpsö und Sandra Goldberg-Kamp. Remember this name. I'm absolutely sure we will hear from you much more. Thank you so much. Thank you. Täglich ab 19 Uhr, Berlinale Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1. Das Berlinale Radio.